Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Assetto Corsa auf der PS4. Ich habe lange kein Gaming mehr gemacht, weil ich fand das Spiel zwar auf dem PC Weltklasse, aber die Umsetzung auf der PS4 bisher nicht so gelungen. Mir fehlten noch einige Features, aber im Laufe der Zeit hat es ein paar Updates gegeben, die es, finde ich, richtig schick wieder gemacht haben. Man hat zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit, hier eine Meisterschaft zu fahren. Und da es mir einfach wieder Spaß macht, auf der PS4 das zu spielen, habe ich mir überlegt, eine Meisterschaftssaison mit 10 Rennen zu fahren. Ich stelle hier gerade die ganzen Optionen mal ein. Sprich, ich habe vor, 10 Minuten Training zu machen, 10 Minuten Qualifying und 10 Runden. In 10 Rennen ergibt das dann den Meister 2018. Ich habe mich für die GT3-Klasse entschieden, weil ich die einfach fahrerisch am tollsten finde, macht am meisten Spaß, gibt richtig coole Zweikämpfe. Die Auswahl der Autos, finde ich, ist gelungen. Und auch wenn Assetto Corsa immer bemängelt wird, dass die Auswahl der Rennstrecken doch relativ klein ist, finde ich es vollkommen ausreichend. Dafür ist die Qualität der Rennstrecken richtig gut. Ich bin hier gerade am Auswählen der Rennstrecken. Starten werde ich in Imola. Danach kommt Barcelona. Brands Hatch werde ich machen. Ich glaube, auf die einzelnen Rennstrecken kann ich später nochmal eingehen. Ich habe geplant, jedes Rennen zu streamen und natürlich jetzt nicht einfach nur das Fahren zu zeigen, sondern ich will gerade die 10 Minuten Training dafür nutzen, kurz die Strecke mal zu besprechen. Was ist das Besondere an der Strecke? Aber auch die aktuellen Rennsport-News aus dem Bereich Gaming und reales Rennen in der Zeit zu erzählen. So dass das alles ein bisschen aufgelockerter ist und nicht nur um das pure Fahren sich dreht. Wenn es dann um die Qualifikation geht, gut, da muss ich mich mal konzentrieren, weil hier möchte ich ja doch schon zumindest mal einen mittleren Platz erreichen. Ich habe, was die Schwierigkeit betrifft, habe ich auf Mittel alles eingestellt. Die Aggressivität werde ich so auf irgendwas um die 50% einstellen, kommen wir ja gleich nochmal dazu. Und ja, 10 Runden pro Rennen, deswegen wird auch die Nordschleife rausfallen, weil das hier einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Da langt weder 10 Minuten Training noch 10 Minuten Qualifying und 10 Runden, das ist mörderlang. Das schaffe ich wahrscheinlich selbst körperlich kaum, so lange konzentriert zu fahren. Ja, bei den Optionen habe ich immer Tageszeit 16 Uhr. Das Wetter ist in der Regel klar, außer am Nürburgring. Da habe ich ja auch zwei Rennen. Da werde ich dann mal auf Nebel schalten, weil das in der Eifel ja ein übliches Wetter ist. Bei den Fahrhilfen bin ich alles auf Aus, beziehungsweise was die Werkseinstellungen geben. 100% mechanischer Schaden, Reifenabtrieb, Spritverbrauch, alles angeschaltet. Ja. Dann kann das auch schon losgehen. Ich habe mir den Porsche 911 GT3 R 2016 ausgesucht. Mit dem fahre ich unheimlich gerne mit dem Fahrzeug. Ja, das Setup. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen ausprobiert. Allerdings ist das jetzt hier kein spezielles Imola-Setup, sondern das mache ich eigentlich immer bei dem Porsche. Ich schaue halt natürlich nach der Gangübersetzung und weiß hier, dass ich die Gangübersetzung etwas verändern kann. So dass ich nicht ganz so hohe Höchstgeschwindigkeit erreiche, was maximal möglich ist, aber für diese Strecken entsprechend reduzieren kann. Dann werde ich so ein bisschen die Reifen natürlich verändern. Das sind in der Regel die Slick-Reifen und dann erhöhe ich etwas hinten den Reifenluftdruck, damit die Reifentemperatur nicht so hoch wird. Ansonsten passe ich die Spritmenge natürlich an. Aber alles in allem kenne ich mich mit dem Setup gar nicht so detailliert aus, dass ich da hier eine Wissenschaft für sich machen könnte. Und in der Regel fahre ich oft mit dem Standard-Setup. So, ein paar Worte zu Imola. Imola ist eine ganz interessante Rennstrecke. Ist in Italien. Und bis zum Jahr 2006 fand dort der große Preis von San Marino statt. Aufgrund der Tatsache, dass ein Land nicht zwei große Preise austragen darf, wurde das Rennen in Imola an den Zwergstaat San Marino abgegeben und nun endgültig zugunsten von Monza aus dem Rennkalender gestrichen.
Imola ist ein anspruchsvolles Auf und Ab aus meiner Sicht. Ja, es gibt drei Schikanen, die teilweise blind angebremst werden müssen, wo ich auch meine Schwierigkeiten habe, ganz klar. Durch die unterschiedliche Charakteristik der Schikanen sind schnelle Kurven, Bergauf-, Bergab-Passagen, in denen das Fahrwerk für eine gute Rundenzeit entscheidend ist und auch, ich finde, für den Fahrer ziemlich anspruchsvoll, die Strecke. Die Rennstrecke ist nur 80 Kilometer von Maranello entfernt, dem Stammsitz von Ferrari. Imola ist einer der wenigen Formel-1-Strecken, die entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren werden. Traurige Berühmtheit erlangte die Strecke im Jahr 1994, als im Samstagstraining zunächst Roland Ratzenberger und beim Rennen einen Tag später Ayrton Senna tödlich verunglückten. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, ich habe das wirklich live im Fernsehen mitverfolgt, ich bin nämlich großer Formel-1-Fan und ja, das war schon ziemlich dramatisch für mich. Also, dass da wirklich an einem Wochenende zwei dieser Top-Fahrer verunglückten. Seitdem wird auch viel Wert auf Sicherheit auf dieser Rennstrecke gelegt. Und der frühere Name der Strecke war Autodromo Dino Ferrari, benannt nach einem früh verstorbenen Sohn Enzo Ferraris. Der Rundkurs hat eine Streckenlänge von knapp 5000 Meter, ich glaube 4933 Meter ist es lang. Die Streckenbreite beträgt zwischen 10 und 14 Meter, gibt 10 Kurven zuzüglich 3 Schikanen, davon sind 4 Rechtskurven und 6 Linkskurven. Wie ich schon sagte, die Fahrtrichtung ist links gegen den Uhrzeigersinn. Und ja. Ich finde die Strecke wirklich schwer zu lernen, also ich habe da wirklich einige Runden für gebraucht, dass ich so den Kurs so einigermaßen im Kopf habe. Ja, ich habe immer noch Probleme, die richtigen Bremspunkte zu finden, bin ein bisschen zu spät, manchmal zu früh, wie das halt so ist. Ja, noch bin ich hier an Position 2, aber es ist ja auch erst die dritte Runde, die ich hier fahre. Das wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen relativieren. Schauen wir einfach mal, was die Gegner so können, was die KI so drauf hat. Das ist diese Doppel-Linkskurve. Hier bin ich viel zu spät dran. Kann es aber noch einigermaßen abfangen. Habe aber schon Zeit verloren. Hier kann man das eigentlich auch im vierten Gang fahren. War ich auch ein bisschen langsam. Das ist so ganz okay gewesen. Kann man auch im zweiten Gang fahren. Muss man nicht runterschalten. Und hier habe ich kommt gleich die Entfernung 50 Meter. Kurz davor ist für mich immer der Bremspunkt. Habe ich leider ganz leicht verpasst. Bin zu spät dran. Okay, hier rechts muss man aufpassen, wenn man zu sehr auf das Grüne kommt, dann geht einem beim Beschleunigen das Heck hinten weg, rutscht weg, ganz kritisch. Hier muss man eigentlich viel mehr von links außen anfahren. Ja, das hat ganz gut geklappt eben. Hier kann man wieder beschleunigen, ein bisschen anbremsen, ja, ein bisschen zu zaghaft alles, aber oben ganz passt es schon, ja. Jetzt sind die KI-Fahrer auch alle über die Ziellinie gekommen und haben ihre Route der dritten Runde gefahren. Jetzt bin ich an Position 13 momentan. Mein Ziel ist es ja so ein bisschen im Mittelfeld zu landen, so unter den Top 10. Das würde ich mir wünschen. So, ich glaube, hier könnte man auch einen Tick schneller fahren. Hier Vollgas, schön innen bleiben, dann passt das auch. Hier in den dritten Gang runterschalten, kurz beschleunigen, abbremsen, zweiter Gang und hier kann man sich noch weiter raustragen lassen.
Das funktioniert ganz gut. Hier wichtig, nicht vor dem Scheitelpunkt zu beschleunigen, sonst wird man zu weit rausgetragen. Mein Ziel ist es eigentlich, so eine Zeit von unter 1,50 jetzt erstmal im Training zu fahren. Mal schauen, ob das klappt. Ja, hier bin ich im zweiten Gang geblieben, gut rumgekommen, sauber rausgekommen, sieht man auch an der Zeit, deutlich verbessert als in der Vorrunde. Jetzt, ja, passt, sehr gut rum, ja, auch hier sehr gut genommen. Nicht so weit auf das Grüne raustragen lassen, damit mir das Heck nicht weggeht. Und hier kann man echt viel Zeit gewinnen, wenn man das sauber fährt. Jetzt hier noch die Kurve richtig anbremsen. Ja, wunderbar. Vielleicht ein bisschen zu zaghaft, aber auf jeden Fall keine Zeit richtig verloren. Hier hätte ich ein bisschen mehr schleunigen können, die Streckenbreite mehr ausnutzen. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Position ich gleich lande nach Start und Ziel. Position 11, naja, geht doch. Also hier ist noch ganz viel Potenzial für mich drin, ne? So, ich hatte ja gesagt, dass ich auch immer ein paar aktuelle News vortragen will, gerade in der Trainingssession. Und wir befinden uns jetzt hier am 8. Januar 2018 und ich will nochmal kurz zurückgehen auf Dezember. Da gab es ja von Assetto Corsa ein neues Update, Version 1.16. Und also für den PC vor allen Dingen. Ich habe beide Versionen und PC ist ja immer ein bisschen früher als auf der PS4. Das hängt ja damit zusammen, dass auf der PS4 alles nochmal ein bisschen mehr getestet werden muss, bis das dann von Sony auch zur Verfügung gestellt wird. Und beim PC gibt es halt schon das Bonus Pack 3 mit Laguna Seca. Also eine neue Rennstrecke ist da drin. Ich bin mal gespannt, wann das auf der PS4 rauskommen wird. Weil ich finde die Strecke eine schöne Neuerung, macht Spaß, ist mal was anderes und fährt sich, finde ich, auch so ganz gut. Weiterhin ist in diesem Update-Paket sind noch 7 Fahrzeuge darunter, auch ein Konzeptfahrzeug, Maserati Alfieri, glaube ich, so wird er sich aussprechen, welcher bislang nur im Rennspielbereich in Assetto Corsa fahrbar ist. Gibt es mit 685 MB großen Update auf die Version 1.16 kostenlos. Für die PS4 und Xbox One Version soll die Erweiterung bald folgen. Ein Zeitfenster ist allerdings noch nicht bekannt, also lassen wir uns einfach mal überraschen, wann es rauskommt. So, jetzt geht es auch schon gleich ins Qualifying. Das heißt, jetzt hier kann ich nochmal schnell ergänzen, was das Update genau beinhaltet. Also es sind noch kleinere Optimierungen, Fehlerkorrekturen durchgeführt worden. So, die Inhalte ist die Rennstrecke Laguna Seca. Als Fahrzeuge ist dann der Alfa Romeo Giulia QV, Alfa Romeo 33, Stradale, Maserati Alfieri, Maserati Quattro Porte, Lamborghini Sesto, Elemento, Lamborghini Huracan, Performante und Pagani sind dabei. Danach gibt es noch, wie gesagt, einige Fehlerkorrekturen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Jetzt muss ich mich auch so langsam konzentrieren auf die Strecke, um hier einigermaßen eine ganz gute Zeit hinzulegen.
So, jetzt gilt es, eine gute Runde hinzulegen. Ah, vor mir ist einer, aber ich glaube, der wird mich nicht stören. Ah, hier war ich schon zu spät. Bisschen Zeit verloren. Das hat ganz gut funktioniert, das Beschleunigen hier raus. Fünfter Gang, jetzt anbremsen runter, dritter Gang, zweiter Gang. Das hat ganz gut geklappt. Aufpassen, hinter mir werde ich schon leicht bedrängt, dass die KI mir da nicht ins Heck reinfährt, wenn ich zu früh anbremse. Das schnallt sie nämlich nicht so richtig. Das heißt, wenn man hier wirklich zu früh anbremst, dann kann es sein, dass einem die KI hinten reinfährt und keine Rücksicht da nimmt. Egal, wie aggressiv man sie einstellt oder auch nicht. Oh, 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 und die Runde ist vorbei. Eingeschlagen, Mist. Okay, leichten Schaden genommen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal wieder zurückfahren, aber die Runde ist natürlich geschenkt. Alles klar. Dass da noch Position 1 angezeigt wird, das wird sich sofort verändern, wenn die anderen KI-Fahrer ihre Runden durchgeführt haben. Dann werde ich wahrscheinlich erstmal auf dem letzten Platz jetzt hier landen mit der schlechten Vorstellung. Also was ich so im Training gesehen habe, muss man schon eine 1,48er Zeit ungefähr fahren, um hier ganz vorne zu landen, vielleicht 1,47er auch. Mal schauen. So, ich bin nicht in die Box gefahren, weil ich glaube, der Schaden ist nicht so hoch, dass es sich lohnt. Da fahre ich lieber ein paar Runden mehr. Reifentemperatur stimmt, das ist hier auch in Imola, finde ich überhaupt kein Problem. Ich hatte, wenn nichts passiert, noch nie heiße Reifen oder dass sie zu kalt sind. Also das passt hier meine Einstellung. Ja, hier bin ich zu weit rausgekommen. Jetzt habe ich hier gerade Zeit verloren, zu spät angebremst. Da lieber innen bleiben. Ah, hier geht mir auch leicht das Auto weg. Ich konnte es aber besser abfangen als eben. Da habe ich es nämlich weggeschmissen. Ja, das passt doch soweit ganz gut. Jetzt hier den richtigen Bremspunkt finden. Jetzt. Jupp, gut rumgekommen. Wieder Vollgas. Uiuiui, ja. Okay, cool, passt. Leicht anbremsen und beschleunigen und jawohl, passt. Wirklich die komplette Fahrbahnbreite eben ausgenutzt. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Zeit niederschlägt und in der Position. Immer noch letzter. Gut, aber ja, ich denke auch, hier muss ich eine Zeit fahren von 1,49, 1,50, um da überhaupt annähernd an die Top 10 zu kommen. Deswegen habe ich mir auch den Aufenthalt in der Box gespart, um einfach Runde für Runde hier fahren zu können, in der Hoffnung, dass eine richtig gut funktioniert, weil ich habe auch schon festgestellt, im Rennen verhält sich die KI dann doch etwas anders als im Training oder im Qualifying. Und gerade wenn man hier so im Mittelfeld mitfährt, da ergeben sich richtig geile Duelle und es macht so einen Höllenspaß, hier mit der KI zu fahren, und das ist durch diese ganzen Updates echt gut verbessert worden. Man muss halt aufpassen, es gibt so ein paar Situationen, wo die KI einfach einen immer noch rausnockt, warum auch immer. Also das ist auch sehr ärgerlich. Wenn man es aber weiß, dann kann man natürlich diese Fehlerquelle vermeiden und lässt dann lieber der KI so ein bisschen den Vortritt
war ich ein bisschen zu spät dran. So, noch ein Wort zum Spritverbrauch. In der PC, ja, hier habe ich viel zu früh gebremst, aber gut. Ja, sieht man auch gleich, die Zeit ist voll kaputt gegangen. Ja, also das wird jetzt hier keine Spitzenrunde von mir. Gut, noch was zu dem Spritverbrauch. Bei der PS4 ist es nicht möglich, oder ich habe es nicht gefunden, dass irgendwie angezeigt wird, ich fahre 10 Runden und ich brauche in dem Fahrzeug eine Spritmenge von X ungefähr. Bei der PC-Version wird dir das angezeigt und das stimmt in der Regel relativ genau. Das heißt, hier muss man wirklich im Training oder im Qualifying muss man hier 2-3 Runden mal fahren und guckt hier auf die Spritanzeige. Das ist hier rechts neben der Ganganzeige auf dem zwischen dem Lenkrad, die Anzeige hier im Fahrzeug. Und da sieht man letztendlich die Gesamtmenge an Sprit. Muss man sich einfach mal eine Runde, zwei Runde merken. Und hier ist meine Empfehlung bei dem Porsche in Imola 2,5 Liter. Und das heißt, für 10 Runden werde ich so circa 27, 28 Liter tanken. Das müsste gut hinkommen. Und es geht hier auch darum, ein bisschen das Gewicht einzusparen. Und da sich zumindest keinen Nachteil zu verschaffen, wenn man mit zu viel Sprit losfährt. Weil bei 10 Runden plane ich auch keinen Boxenstopp und nichts ein. Das halten die Reifen auf Soft locker durch. Hier auf dieser Doppel-Links, da kann man relativ viel Zeit gut machen, allerdings auch verlieren. Genauso wie hier. Wenn man hier zu aggressiv reinfährt, da verliert man eher Zeit. Aber ich habe auch nicht in jeder Runde den perfekten Dreh rausgefunden. Das war super. Ja, ein bisschen spät dran. Hier habe ich Zeit verloren. Aber ich konnte es gerade noch so abfangen. Ja, sieht man, die Zeit habe ich hier wirklich was liegen gelassen. Jetzt komme ich auf eine 1,50er und welche Position? Ja, immer noch 16. Also ich muss noch weiterfahren. Also man sieht auch schon rechts, die Spritanzeige ist hier im Roten auf Reserve und ich habe hier noch über 7 Liter drin. Also es ist wirklich wichtig, dass man sich die Spritanzeige vom Auto anzeigen lässt. Dann kann man viel genauer fahren. So, das wird jetzt meine letzte Runde sein. Oben links sieht man schon die Zielflagge, dass das Qualifying von der Zeit abgelaufen ist. Sieht auch nicht so aus, als würde ich jetzt hier nochmal eine riesen Runde rausreißen. Ja, hier auch ein bisschen spät dran. Ich bin mal gespannt, wie die Frame-Einbrüche sein werden. Weil ich fahre ja hier mit der höchstmöglichen Anzahl an Gegnern und wie das die PS4 verkraftet, ob es dann zu kleinen Rucklern kommt oder wie flüssig das laufen wird. Jetzt sage ich mal hier im Training, Qualifying, ist mir nichts aufgefallen, das funktioniert ganz gut. Aber beim PC merke ich das zum Beispiel auch, wenn ich mit 18, 20 Gegner fahre, dass ich dann einfach hin und wieder einen Ruckler drin habe. Hier konnte ich noch mal ein bisschen Zeit rausholen. Das ist mir echt gut gelungen, gerade die letzten zwei Kurven. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts ändern. Nein, ich starte vom letzten Platz, kein Problem. So, Qualifying ist zu Ende. Ja, letzter Platz ist kein Problem. Das wird schon im Rennen noch ganz spannend werden. Wie ich schon sagte, der Erste hat eine 1,47er Zeit. Das werde ich nicht schaffen, aber gut. Okay, jetzt kommen wir zum Rennen.
So, Sprit habe ich alles nachgefüllt. Wunderbar. Jetzt Konzentration. Den Start nicht versauen. Und los. Ja, ja, okay. War nicht schlecht. Von der Stelle. Aber hier bei der KI muss man immer ein bisschen drauf achten. Die fährt manchmal ein bisschen komisch und bremst sehr früh, gerade in der ersten Kurve. Ich halte mich mal zurück. Sicher ist sicher. Das Feld soll sie erstmal sortieren, damit es hier keinen Crash gibt. Beziehungsweise ich keinem hinten drauf fahre. Weil in der ersten Kurve gewinnt man eh kein Rennen. Juhu. 5 Euro ins Phrasenschwein. Okay, jetzt erstmal einsortieren. Erstmal abwarten, was hier so die KI macht. Ui, da steht schon einer quer. Aber konnte es noch abfangen. Das ist mir echt gut gelungen eben. Auch ein bisschen Glück gehabt. Ich konnte im letzten Moment links rausziehen. Okay. Ja, von Platz 16 auf Platz 14 vorgefahren. In der ersten Runde. Passt. So, jetzt erstmal hier wieder einen Rhythmus finden. Vor allen Dingen nichts überstürzen. Ich habe noch fast 10 Runden Zeit. Mein Ziel ist, unter die Top 10 zu kommen. Hier hätte ich im zweiten Gang bleiben können und nicht ganz so stark bremsen. Okay, jetzt hier beim 50-Meter-Schild kurz vorher ist mein Bremspunkt. Jetzt! Das ist ganz gut gewesen, die Schikane. Ich kann wieder Anschluss finden, das ist schon mal toll. So, Platz 14 nach der ersten Runde, alles top. Hier kann ich meine zwei Hintermänner ein bisschen auf Abstand bringen. Das ist auch mal wichtig, weil wenn man zu früh bremst, kann es passieren, dass die KI einem hinten reinrauscht, weil die irgendwie das nicht so richtig schnallt. Ich habe hier auch ein bisschen früh gebremst, bin ein bisschen defensiv gefahren. Hier kann ich gut rausbeschleunigen. Probiere einen Angriff. Ich fährt da nicht rüber. Bleib mal auf dem Gas. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Uiuiuiuiui. Und da war ich zu schnell. Aber irgendwie hat es mir einen Platz eingebracht. Habe es jetzt irgendwie nicht gesehen, was passiert ist, ob ich den jetzt abgedrängt habe. Glück gehabt eben. Also irgendwie, wenn man in so einem Pulk fährt, merkt man einen Unterschied beim Anbremsen. Also, das haben sie irgendwie gut umgesetzt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich im Pulk eine deutlich höhere Bremswirkung entwickle, als wenn ich alleine Trainingsrunden absolviere. Ja, okay, die Bremswirkung hatte ich dann doch nicht. Sorry, aber habe ich einfach viel zu spät gebremst und bin eben reingefahren. War nicht die feine englische Art, jemanden abzuschießen und dann einen Platz zu gewinnen. Aber zum Glück kriege ich keine Strafe angezeigt. Oder ist einer rausgeflogen, deswegen die gelbe Flagge. Und schon Platz 11. Und noch eine gelbe Flagge, was ist da passiert?
kann noch nicht sehen, dass hier einer rausgeflogen ist. Ist das vielleicht eine Doppel-Links? Sehe nichts, ich sehe nichts. Oh ja, da stehen zwei Fahrzeuge. Wow, im echten Rennen würde natürlich sofort das Safety Car rauskommen und dass das hier die zwei Autos sofort abgeschleppt werden, weil das wäre ja natürlich schon gefährlich, wenn da einer reinrauscht. Mal sehen, ob die nächste Runde da immer noch stehen. Ja, in der dritten Runde ist schon eine ganze Menge passiert. Es ist spannend. Also macht richtig Spaß hier zu fahren. Auch wenn ich nur im hinteren Drittel mitfahre. Aber die Duelle machen Spaß. Das Tempo passt für mein Fahrkönnen im Großen und Ganzen. Ich kann Anschluss halten. Gelbe Fahne. Was ist da? Fahren da noch alle? Konnte ich rechtzeitig bremsen, nicht dass ich schon wieder jemanden hinten drauf fahre. Aber wo ist die gelbe Fahne? Ist auch noch alles in Ordnung? Ach, das ist der blaue, der da links steht. Aha, alles okay. Das wird aber recht früh angezeigt. Okay, muss ich mir merken, warum auch immer der da nicht mehr wegkommt. Gut, aber der stört ja nicht. Mal sehen, ob die zwei anderen in der Doppel-Links, ob die da noch stehen. Ja, die gelbe Fahne wird immer noch angezeigt. Also Achtung, nicht zu weit raustragen lassen, nicht, dass man da einen Unfall verursacht. Scheiße. Okay, das war mein Fehler. Ja, ich fahre in die falsche Richtung, ich weiß. Okay, die zwei stehen noch da. Mann, das war mein Fehler. Da war ich einfach ein bisschen zu optimistisch in die Kurve gegangen. Und habe jetzt auch wieder einen Platz verloren. Okay, jetzt muss ich nur wieder Anschluss finden. Nicht zu stark beschleunigen. Auf dem Grün geht schnell das Heck weg, wenn man Vollgas gibt. Da muss man immer aufpassen. Ja, was ich schon sagte, wenn man im Pulk fährt, irgendwie habe ich das Gefühl, da habe ich mehr Grip. Die Bremswirkung ist höher. Jetzt eigentlich am gleichen Punkt gebremst und schon zu spät gewesen. Ja, man sieht es auch hinten rechts, der Reifen hat ein bisschen erhöhte Temperatur, aber alles noch im grünen Bereich, das passt. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder der blaue sein, der da am Kiesbett steht, wo die gelbe Flagge angezeigt wird. Ja, hier bin ich ein bisschen vorsichtig gerade. Hier schön Vollgas, ja, das passt. So, Runde 5, Halbzeit. Ja, das ist der blaue, der da steht. Alles klar, aber der stört mich nicht weiter. Okay, und weiter geht's. Ja, hier schön eng bleiben. Jawohl, und schön raus beschleunigen. Ja, das ist mir gut gelungen. Man sieht es auch gleich in der Zeit, dass ich da echt gut fahre im Vergleich zu den anderen Runden. Jetzt hier nicht zu schnell werden. Jupp, passt. Auch hier sieht man es gleich an der Zeit. Habe ich richtig gut was gemacht. Oh ja, oh cool. Also hier passt jetzt alles wunderbar. Ja, auch das passt. Bisschen spät dran, aber egal, nicht viel verloren.
trotz des Drehers bin noch im Renngeschehen drin. Vielleicht habe ich so auch die Möglichkeit, nochmal aufzuschließen und vielleicht sogar auf Platz 11 zu fahren. Mein Ziel ist hier die Top 10. Mal abwarten. Das Rennen ist ja noch lang, da kann noch viel passieren. Ich hoffe nur, mir passiert nichts. Konnte so langsam wieder aufschließen. Ich bin wieder dran. Achtung, die zwei Autos, die da stehen. Nicht so weit raustragen lassen. Hier bremse ich auch lieber ein bisschen früher ab. Ich weiß nicht, was die KI genau macht. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen den Anschluss verloren. Kriege ich schon wieder hin. Spätestens hier bin ich wieder hinten dran. Wobei die KI hier meistens besser rausbeschleunigen kann als ich. Also hier sprich gibt es noch Potenziale für mich. Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch nicht so der Crack-Rennfahrer. Mir fehlt einfach die Übung. Wenn ihr Hinweise habt zu meinem Fahrstil oder Tipps, wie man was verbessern kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin offen für alle Anregungen dahin. So, die siebte Runde. Also hier könnte man das doch bestimmt auch im dritten Gang fahren. Ich traue mich nur nicht, weil ich auch keine Lust habe abzufliegen. Hier kann ich immer ein bisschen aufholen. Ja, ich nehme die Kurve scheinbar richtig gut und beschleunige besser raus. Nein, ich ziehe lieber zurück. Habe hier schon einmal fast das Auto weggeschmissen. Da warte ich lieber noch mal ein bisschen ab, bevor ich noch mal so ein Überholmanöver hier starte in der Doppellinks. Aber die Rennstrecke ist auch, also gefühlt, relativ eng. Also so richtig viele Möglichkeiten zum Überholen kriege ich irgendwie nicht hin. Ist alles immer sehr eng. Kurz der KI sagen, dass ich noch da bin. Vielleicht kann ich sie ein bisschen nervös machen. Runde. Das sieht schon cool aus, wenn die Flammen aus dem Auspuff rauskommen. Also grafisch alles super umgesetzt. Jetzt merke ich auch keine Frame-Einbrüche so richtig. Also scheint so ganz gut auf der PS4 zu laufen, auch wenn viele KI-Fahrer unterwegs sind. Bin ich wieder schneller. Vielleicht komme ich jetzt vorbei. Also ich kann auf jeden Fall gut raus beschleunigen. Ich probiere es rechts. Jawohl, und ich bin vorbei. Jetzt nur aufpassen, dass er mir nicht hinten reinfährt. Alles gut, alles gut. Nicht so weit rauskommen. Jawohl.
ich im zweiten Gang bleiben können, nicht so stark runterbremsen. Ah, egal. Naja, vielleicht schaffe ich es noch, den vor mir zu überholen, dann wäre ich in den Top 10. Ich bleib mal lieber hinter ihm, schön auf Abstand, nichts mehr riskieren. So, den hinter mir noch ein bisschen in Schach halten. Okay, jetzt war ich aber gerade sehr vorsichtig. Und ja, geschafft. Aufpassen, was macht der vor mir? Okay, alles gut. Hinter mir ist auch weit genug weg. Ja, cool, Platz 10. Noch anderthalb Runden knapp. Uiuiui. Ich muss mich aber mal konzentrieren, nicht, dass ich hier noch das Rennen wegschmeiße. Hinter mir ist ganz schön knapp dran. Den Bremspunkt verpassen. Passt. Passt. Jawohl. Vollgas. Jawohl, das passt. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was ist denn jetzt los? Eieieiei. Okay. Schaffe ich es, ihn abzuhalten? Ja, sieht so aus. Jetzt nicht so schnell reinfahren. Oh, gerade so. Ja. Auch immer mir dann sowas passiert. Egal. Jetzt nur noch nach Hause fahren, das Rennen. Nichts mehr verschenken. Vor allem nichts mehr riskieren. Reifen sehen noch gut aus. Sprit ist auch genügend drin. Also aus der technischen Sicht müsste alles funktionieren. Ich muss aufhören zu reden. Ich muss echt aufhören zu reden. Hauptsache rum, Hauptsache rum. Ja, auch hier viel zu vorsichtig, aber egal. Die Hintermänner können mich nicht mehr gefährden. Jetzt bin ich mehr abgeflogen. Jetzt geht es nur noch über Start und Ziel. Jawohl, Platz 10. Hey, super, cool. Ja, schön. Das war's aus Imola. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen.
Und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kommt der nächste Stream aus Barcelona. Bis denne. Tschüss.